Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir müssen es aufklären, war denn was dran an dieser Geschichte von Michaels Clip-Produktion auf Neuschwanstein? Angelika Wolf klärt jetzt alles auf. Mr. Jackson live in München. Aber nicht Michael, sondern Demio Jackson, sein holländisches Top-Double. Er machte gestern Abend die Show und das angebliche Clip-Casting für den Song Fairy King im Münchner Metropolis. Na, ich mache jetzt eine kleine Show, so wie sie Michael auch machen würde, mit Jam, Billie Jean, Thriller, Black or White und Heal the World. Ausgeheckt hatten diesen grandiosen April-Scherz die Münchner Abendzeitung, Metropolis und Hilton Hotel. Keine Skrupel gegenüber den gutgläubigen Fans. Moralische Bedenken schon ein bisschen, wenn ich daran denke, dass einige Eltern angerufen haben, dass die Kids nicht mehr in die Schule gegangen sind, seit sie wussten, Michael Jackson kommt, und Leute für dieses Casting gesucht haben. Die Kids hatten auch mit dem falschen Michael Spaß und waren den Veranstaltern überhaupt nicht böse. Also ich würde sagen, er tanzt fast besser als der echte. Die Show, die Jacksons Double in Metropolis lieferte, konnte sich dann auch sehen lassen. Verzückte Fans in Trachten waren in der Mehrzahl. Einige Betrogene waren allerdings auch wirklich sauer. Steht so ein Depp da oben und möchte ihn nachmachen. Das ist eine totale Sauerei. Cleo Kretschmer, die Idee zum Happening hatte, ist davon etwas enttäuscht. Also ich dachte eigentlich, dass doch noch ein Resthumor irgendwie vorhanden ist. Jacksons Double jedenfalls fuhr zufrieden zurück in seine Suite. Mit dem falschen Star ist dem Hilton auch inzwischen die Ruhe wieder eingekehrt. Aber Sie müssen zugeben, das war sicher der aufwendigste April-Scherz 93. Angelika Wolf, RTL München.